nächster Vortrag. Yves Laffe, seines Zeichens Ingenieur und CISO, wie er mir eben erklärt hat, zum OWASP-Projekt. Untertitel die Top 10 der Privacy Risks. Er sagte mir eben auf Web-Applikationen. Er würde aber auch ein bisschen berichten zur neuen GDPR. Das steht für General Data Protection Regulation der EU. Und auch über die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Bitte heißen wir willkommen, Yves Laffe. Ja. Danke. Genau, also GDPR und DSGVO ist das Gleiche. Das eine ist nur Englisch, das andere ist Deutsch. Aber weil man manchmal die eine und die andere Abkürzung hört, schreibe ich lieber beide drauf, dann weiß man, es ist dasselbe. Genau, heute geht es primär um die Privacy Risks, aber da bietet sich das an, da auch mal ganz kurz einen Überflug über die neue Regulatorik in der EU zu machen. Dann kann man das gleich ein bisschen mit in Kontext dazu setzen. So, was ist jetzt eigentlich OWASP? Wer war gestern in dem Talk? Okay, dann wird es nicht zu langweilig für die anderen, weil das kleiner Vorspann. Genau. OWASP steht für Open Web Application Security Projekt und das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigen, aber nicht mehr nur mit Web Application Security, sondern hat auch mit einer ganzen Menge drumherum und ist halt also Non-Profit organisiert, gibt auch ein paar Leute in Karlsruhe, bin ich auch immer mal da. Da gibt es hier einen Stammtisch am ersten Montag im Monat. Wenn man Lust hat, kann man da vorbeikommen. Da gibt es immer einen Vortrag von jemandem aus der Gruppe zu irgendeinem Thema, was meistens was mit IT-Sicherheit zu tun hat. Genau, es gibt eine Mailingliste und eine Wiki-Seite in dem OWASP-Bereich, kann man nachschauen, kann man sich anmelden. Genau, OWASP ist halt, wie gesagt, nicht mehr nur Web Application Security, sondern sind so drei Arten von Dingen, die dort gemacht werden. Tools, Dokumentation und Guidelines. Und das sind ungefähr 140 verschiedene Projekte. Also das hat schon eine relativ große Bandbreite. Und die werden eingeteilt in so drei Arten. Die Top 10 Risks, die kennen wahrscheinlich die meisten, ist so das bekannteste, was man mit OWASP verbindet. Und dieses hier, über das ich heute rede, ist vielleicht ein bisschen weniger bekannt. Das ist auch noch so im Lab-Modus. Das ist so die zweite Entwicklungsstufe. Und dann gibt's noch Inkubator-Projekte, wenn was ganz Neues angefangen wird, wo man noch nicht weiß, ob das weiterläuft oder die Leute, die das machen. Genau, das sind so ein paar Beispiele. Wie gesagt, die Top Ten Risks sind wahrscheinlich die bekanntesten. Der ZAP Attack Proxy ist so ein Beispiel für ein Tool. Die Privacy Risks, da rede ich heute drüber. Aber es gibt halt auch eine ganze Menge, wie man Dinge testen, wie man sich entwickeln kann und so weiter. So, genau. Basiert auf viel freiwilliger Mitarbeit. So sieht die Webseite zurzeit aus. Es gibt da auch ein Projekt zu, die Webseite neu zu machen. Da wird auch noch Hilfe benötigt. Also wer sich berufen fühlt, ein bisschen seiner Zeit zu opfern, kann sich da einfach melden und ein bisschen mitmachen. Genau. Ja, Privacy in Webanwendungen hat auch irgendwie was mit Softwareentwicklung zu tun. Das zeige ich auch mal ganz gern. Das ist auch aus einem Projekt von, das nennt sich OpenSAM für Software Assurance Maturity Modell. Da geht es darum, was muss man eigentlich alles tun, um sichere Software, also auch Webanwendungen zu bauen oder auch wenn wir jetzt über Privacy reden, das ist halt eine komplexere Sache. Ich muss Leute schulen, ich muss irgendwie das in den Anforderungen berücksichtigen. Das sehen wir auch gleich noch in der neuen EU-Regulatorik ist das eine Anforderung, Privacy by Design. Das heißt, ich muss in der Entwicklung da drauf gucken und ich muss das auch dokumentieren, dass ich es gemacht habe. Und Privacy by Default, sichere Settings, das ist dann so auf der rechten Seite, ja, die Standard-Settings, Environment-Hardening, sichere Defaults, ist jetzt gesetzlich gefordert sogar. Komme ich aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ist nur mal so ein kleiner Blick und der von heute
betrifft quasi auch ein paar von den Punkten, die man da sieht von diesen 12 Elementen. Genau. Ja, besser nach vorn schauen und vorbereiten, als hinterher festzustellen, oh, man hätte was tun sollen. Das trifft mich jetzt plötzlich auch. Genau, es gibt irgendwie, wer hat schon davon gehört von GDPR und DSGVO? 1, 2, ja, ungefähr die Hälfte. Genau, also das ist schon in Kraft, aber es gibt da immer so eine Übergangsregelung oder eine Übergangszeit bei EU-Gesetzen. Das ist übrigens auch ein Gesetz, eine Verordnung, ist ein EU-Gesetz, das steht über nationalem Recht. Es gibt zwar noch so eine kleine Anpassung jetzt im deutschen Datenschutzrecht, das wurde auch letzte oder vor 2 Wochen released sozusagen oder halt im Bundestag abgesegnet, wo man noch ein paar Kleinigkeiten von dieser EU-Gesetzgebung nochmal national anpassen kann, aber im Prinzip ist das ein bindendes Recht dann und das gilt ab nächsten Mai. Also in einem Jahr müssen das alle in der EU und gleich sehen wir auch nicht nur in der EU irgendwie berücksichtigen. Das ist der Unterschied zu einer Richtlinie. Eine EU-Richtlinie ist nur eine Policy und muss immer in nationalem Recht abgebildet werden, während eine Verordnung quasi direkt gesetzgeberische Kraft hat. Also das EU-Parlament ist nicht ganz so zahnlos, wie es immer dargestellt wird. Und das ist ein Beispiel dafür, dass, wo auch viele Leute viel Arbeit reinstecken müssen noch. Genau. Was ist das jetzt? Da gibt es irgendwie so 3 Dinge. Es gibt fangen wir mal unten an, beim Data Subject, das ist die Person, das sind die Daten von dieser Person, die dann irgendwie der Controller, das ist der die Daten erhebt und besitzt im Prinzip. Und der Prozessor, es könnte auch ein Subunternehmen sein, kann aber auch der gleiche sein wie der Controller, ist der sie dann am Ende des Tages tatsächlich verarbeitet. Ich gehe aber auch nur ganz kurz über die Datenschutzgrundverordnung, also keine Sorge, das wird jetzt nicht furchtbar technisch oder legal-mäßig. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, sich mal ein Bild davon zu machen, was verändert sich, was bleibt gleich, was kommt vielleicht neu dazu. Scope. Hatte ich eben schon gesagt. Ist ja erstmal ein EU-Gesetz, gilt in der EU, logisch. Aber es ist so geschrieben, dass sobald jemand Daten von einem EU-Bürger verarbeitet, fällt er quasi unter diese Regelung. Oder wenn er, ist natürlich ein bisschen sehr breit, aber gemeint ist es so, wenn jemand zum Beispiel eine Webseite in den USA betreibt und die ist auf Deutsch, dann zieht sie offensichtlich auf deutsche Nutzer ab, damit fällt er unter die Regelung. Muss keine Niederlassung in der EU haben, fällt aber unter diese Regelung. Wird noch spannend bei den möglichen Strafen. Genau, die Idee ist, das Ganze zu vereinfachen. Im Moment haben wir ja noch 28 Mitglieder und jeder hat seine eigenen Regeln, Standards, die sind nicht immer gleich. In Deutschland haben wir eins mit der besten oder härtesten Gesetze in Richtung Privacy, wie man sagt, und jetzt hebt man das so ein bisschen auf die EU-Ebene. Und wir sehen auch gleich, da sind eine ganze Menge Sachen dabei, die verschärfen sich tatsächlich. Genau, Responsibility und Accountability. Verantwortlich ist man auch jetzt schon, wenn man Daten von jemandem verarbeitet, die unter diese Definition von privaten Daten fallen. Und in Zukunft ist auch die Accountability nochmal ein bisschen härter gefasst. Aktuell ist es so, dass es im Prinzip immer nur der Dateneigentümer ist verantwortlich und muss sich drum kümmern. Und wenn er das an Subunternehmen gibt, dann müssen die das zwar auch, sind aber quasi nicht haftbar. Das ist jetzt für ein eigenes Projekt vielleicht nicht so spannend, aber in der Industrie schon. Das heißt, der Datenverarbeiter, der ist in Zukunft auch mit haftbar oder kann in Haftung genommen werden, wenn ich nicht an den Controller rankomme. Ist eine wesentliche Änderung von dem Ganzen. Consent, Zustimmung. Das ändert sich insofern, das kennen vielleicht die meisten schon, man hat jetzt immer diese schönen Dropdowns oder Fadeovers, wo steht, ja, das mit den Cookies und so, okay, weil jetzt wird immer eine explizite Zustimmung gefordert in Zukunft. Es kann nicht mehr implizit erfolgen. Also weil ich die Seite benutze, habe ich implizit zugestimmt, ich muss das jetzt irgendwie explizit machen.
Und da ist auch immer noch so ein bisschen die Diskussion, ob diese Cookie-Disclaimer, die da jetzt immer auf der Seite kommen und man da draufklicken muss, ob das ausreichend ist für eine explizite Zustimmung. Da wird es also noch spätestens ab nächsten Mai oder Juni dann spannende Erkenntnisse geben, wie das denn tatsächlich ausgelegt wird von den Aufsichtsbehörden. Genau, Data Protection Officer, den muss ich jetzt im Prinzip auch schon haben. Da sind halt noch ein paar Anforderungen, das hat sich nicht wesentlich geändert. In einigen Fällen muss ich den jetzt vielleicht haben, wo ich ihn auch heutzutage nach deutschem Recht nicht zwingend brauche. In Zukunft braucht man immer einen und er muss auch entsprechend qualifiziert und ausgebildet sein. Pseudonymization ist nochmal ein wichtiger Punkt. Man darf schon noch Daten verarbeiten, aggregieren und auch Statistiken führen, muss aber nachweisbar, das spielt immer eine ganz große Rolle, Dinge, also nachweisbar pseudonymisieren oder anonymisieren auch. Wenn man es richtig anonymisiert, fällt man aus der Regelung raus, deswegen steht das da nicht drin. Also mit anonymisierten Daten kann man alles machen, fällt man auch nicht unter diese Datenschutzregeln, müssen aber richtig anonymisiert sein. Bei der Pseudonymisierung, das ist ja so ein Zwischenschritt, da werden dann manche Sachen schon einfacher und man kann bestimmte Dinge ohne explizite Zustimmung mit diesen Daten durchführen. Muss sie aber nachweisbar richtig pseudonymisieren, so dass man die Daten nicht zurückrechnen kann. Dann stellt sich die Frage, wie macht man das? Also es sind eine ganze Menge technische Herausforderungen drin, die vielleicht auch noch gar nicht gelöst sind. Genau. Data Breaches, dafür gibt es jetzt Berichtspflichten. Man muss die melden innerhalb von 72 Stunden an die zuständige Aufsichtsbehörde. Also auch wenn das jetzt ein Gesetz ist und das europaweit ist, hat man immer noch eine nationale Aufsicht und man unterliegt auch immer der jeweiligen Datenschutzbehörde, wo sozusagen der Hauptsitz ist, wenn man jetzt von Unternehmen oder Organisationen spricht. Aber die Regelungen sind die gleichen. Man muss jetzt also nicht immer mit einer Behörde in Brüssel reden oder so. Man kann immer noch mit dem deutschen Datenschutz reden. Und da muss man dann halt auch Vorfälle melden. Und es gibt eine Meldepflicht. Und die ist relativ kurz, wenn man das auf größere Organisationen überträgt. Man muss also innerhalb von 72 Stunden merken, dass, also nachdem man es gemerkt hat, muss man es an die Behörde gemeldet haben. Man muss vielleicht noch nicht alle Daten haben, man kann dann auch noch was nachmelden, aber das ist so die initiale Frist, 3 Tage. Wenn das Freitagabend passiert, bleibt nicht viel Luft. Jetzt mal so aus einer kommerziellen Sicht gesehen. Ist also schon eine deutliche Verschärfung des existierenden Zustandes. Frage? Das habe ich hier gar nicht als Stichwort stehen. Also im Moment ist ein guter. Also die Frage war, ein Vorfall ist, wenn Daten geklaut worden? Jein. Das muss man ja erstmal mitkriegen. Kann auch sein, dass man jemandem eine falsche Auskunft gegeben hat und der sich nicht richtig authentifiziert hat. Kommen wir aber gleich noch bei den Stellen, man hat ja ein Recht auf Korrektur, aber wenn ich jetzt bei irgendwem Daten habe, wie weiß ich denn nach, dass ich bin? Das ist gar nicht so einfach. Aber Data Breach, also erstmal muss man sie melden. Ja, die Definition habe ich jetzt aber so, wie sie dort definiert ist, nicht genau im Kopf. Müsste ich auch nochmal nachlesen. Was aber wichtig ist in dem Punkt Data Breaches oder halt auch nachher bei den möglichen Strafen, man hat jetzt eine Beweislastumkehr. Bisher ist es ja so, wenn ich feststelle, irgendeine Firma macht das im Datenschutz nicht richtig, verarbeitet meine Daten nicht richtig, muss ich dem Unternehmen nachweisen, dass sie es falsch machen. Ist maximal schwierig für so normale Menschen. Jetzt in der neuen Regelung ist es so, das Unternehmen muss nachweisen, dass sie es richtig machen. Und man kann auch schon dafür bestraft werden, dass man bestimmte Dokumentationspflichten nicht erfüllt. Das heißt, es gab gar keinen Datenschutzvorfall, ist alles in Ordnung, die Daten sind da, die sind super gesichert, aber ich kann nicht nachweisen, dass meine Prozesse und Maßnahmen ausreichend sind. Dann kann ich dafür einen Strafzettel bekommen, sozusagen. Das ist auch neu, also dass alle, die persönliche Daten verarbeiten, müssen in Zukunft nachweisen, dass sie das richtig tun, dass sie also entsprechend der Technik, der verfügbaren Mittel
die einsetzen und auch sinnvoll nutzen. Das ist auch noch eine wesentliche Veränderung, diese Beweislastumkehr oder diese Pflicht. Und man hat auch viel mehr Dokumentationspflichten, wenn man jetzt Daten verarbeitet. Genau. Sanctions, ah ja, schöner Punkt. Sanktionen, also was können die Behörden machen? Also bisher im deutschen Datenschutzrecht kann man ja auch heutzutage schon Sanktionen aussprechen, auch finanzieller Art, aber die haben halt relativ niedrige Maximalwerte. Das heißt, der liegt jetzt bei 50.000 Euro, glaube ich, pro Vorfall. Ja, das interessiert praktisch keinen. Und in der Realität, da das ja die maximal höchste Strafe ist, sind die ja eher so zwischen 10.000 und 15.000 oder sowas. Lächerlich verschwindend klein. In Zukunft ist es so, es gibt zwei Kategorien. Und also zunächst kann man auch erstmal einfach nur, wenn man aus Versehen das verletzt hat, kriegt man halt erstmal bestimmte Zusatzpflichten oder Audits, regelmäßige Audits. Aber die finanziellen Strafen, die können halt signifikant groß werden. Es gibt da zwei Blöcke. Der eine Block ist bis 10 Millionen Euro oder 2% vom Gesamtjahresumsatz, nicht Gewinn, Umsatz des Konzerns vom Vorjahr. Das sind also schon signifikant hohe Werte. Und der zweite Block ist 20 Millionen oder 4% vom Gesamtumsatz. Und ja, also bisher musste man sich, wenn man Datenschutz falsch gemacht hat, mussten die anderen einem erstmal beweisen, dass man es falsch gemacht hat. Und wenn man es nachweisbar falsch gemacht hat, war es nicht teuer. Das ändert sich jetzt signifikant. Und das gilt jeweils der höhere Wert. Also 20 Millionen oder 10 Millionen gelten für Unternehmen, die halt einen kleineren Jahresumsatz haben. Und welche, die so Millionen oder Milliarden Umsätze haben, bei denen gelten dann die 2- oder 4%-Regel. Jeweils was größer ist. Und das wird sicherlich dazu führen, dass da ganz viel passiert jetzt im nächsten Jahr und in den folgenden Jahren auch, weil das ja im Zweifel auch zu einer Insolvenz führen kann, wenn man das nicht richtig macht und entsprechend hohe Strafe bekommt. Das ist also das Ding ist halt kein Papiertiger, sondern das hat richtig Zähne dran. Und das wird dann auch nächstes Jahr sehr spannend, an wem und in welcher Form und wie dann die ersten Datenschutzbehörden das mal austesten oder sich entsprechende Dokumentationsnachweise bringen lassen. Wie gesagt, man muss gar nichts falsch machen im Sinne der Datenverarbeitung, sondern es reicht, bestimmten Pflichten nicht nachzukommen, die jetzt im Gesetz stehen, um schon Strafen zu bekommen. Wird also sehr spannend. Jetzt gibt es ja irgendwie das Recht, seine Daten löschen zu lassen. Das haben wir ja jetzt auch schon mehr oder weniger, aber natürlich so das Enforcement ist halt relativ klein. Dann wird es größer. Aber wie lösche ich jetzt von jemandem dann vielleicht auch noch nachweisbar die Daten? Lege ich dann ein Ticket an und schreibe den Namen von denjenigen rein, dann habe ich ja schon wieder persönliche Daten von jemandem irgendwo erfasst. Also das Recht ist schön, aber es ist vielleicht in der technischen, praktischen Umsetzung etwas komplexer. Geht ja dann auch weiter, hat man jetzt auch mal schon, dann gibt es irgendwo Backups und gehe ich dann in mein Backup und lösche dann einen einzelnen Datensatz aus meinem Backup raus und wenn ja, wie? Die meisten heutzutage verfügbaren Systeme unterstützen das nicht. Aber da steht dann da drin, dass das gehen muss. Das muss ab 25. Mai 2018 funktionieren. Geht das schon bei allen? Und ein Jahr ist schnell vorbei. Also das Gesetz ist ja quasi schon seit einem Jahr in Kraft, aber das Enforcement ist halt erst dann in 2 Jahren. Also, und jetzt ist die Hälfte rum. Und so langsam werden alle nervös. Also ich sehe das so ein bisschen, wir arbeiten für die Finanzindustrie. Die beschäftigen sich schon ein bisschen länger damit, auch wenn das manchmal nicht so aussieht, dass sie das nicht so ernst nehmen. Sie tun das tatsächlich, aber das sind schon Herausforderungen hinten dran, technischer Natur. Diese Regelungen, die ja für uns alle eigentlich ganz positiv sind, dann tatsächlich sinnvoll umsetzen zu können. Das ist auch ein schöner Punkt. Ja. Telefonnummer kann man heutzutage mitnehmen, kein Problem, meistens. Anbieterwechsel, Telco, die kennen das schon. Jetzt gilt das plötzlich irgendwie für alle. Ich habe jetzt ein Recht,
darauf, dass ich meine Daten mitnehmen kann. Hat mir das noch nicht so richtig für den Einzelhandel vorgestellt, aber ich kaufe mal einen Laden an, dann sage ich, oh, jetzt kaufe ich woanders. Und ich möchte aber alle Daten exportiert haben, also alle unter oder alle Organisationen, die Daten, die in die Privacy-Regulierung dieses Gesetzes fallen, müssen eine Exportschnittstelle anbieten. In gängigen Formaten. Im Zweifel ist dann halt wahrscheinlich auch eine CSV-Datei oder sowas, aber hat das auch schon jeder? Also da kommt einiges auf die Technik zu. Und hier sitzen ja viele Leute, die Dinge bauen. Und für die Nutzer ist das natürlich super. Also ich freue mich da auch schon drauf. Mal sehen, ob das dann auch tatsächlich geht. Ich meine, bei großen Unternehmen, Facebook, Google und Co., da kann man heutzutage seine Daten schon relativ gut und komfortabel exportieren. Die haben das schon. Aber die kleineren, andere Unternehmen haben da, glaube ich, noch nicht mal drüber nachgedacht. Genau, und dann, das habe ich vorhin schon erwähnt, ein Kernpunkt, Privacy by Design und by Default. Also wenn ich in Zukunft Systeme baue, bin ich per se erstmal gesetzlich verpflichtet, das mitzudenken und dann auch nachzuweisen, dass ich dann eine Analyse gemacht habe und sowas. Wenn es um Daten geht, die in die Kategorien fallen, dass ich mir da Gedanken drum gemacht habe, da habe ich dann halt schon wieder so eine Dokumentationspflicht dahinter. Und dann bei Default, da geht es halt um Settings und im Prinzip muss die Anwendung oder die Webanwendung oder das System immer mit den höchstmöglichen Privacy-Settings ausgeliefert werden. Natürlich kann der User das dann wieder degraden, runtersetzen, aber das ist ja dann freiwillig, also quasi so ein enforced Opt-out. Das wird auch spannend, wie das funktioniert. Genau, und dann noch ein letzter Punkt. Das ist auch eine Forderung. Diese Disclaimer, die man heutzutage hat, die sind schön. Manchmal versteht die auch ein Rechtsanwalt, aber der normale Mensch nicht. Und jetzt steht da plötzlich drin, muss jeder verstehen. Normale Sprache, verständlich, nachvollziehbar für den normalsterblichen Menschen, der keine Rechtsanwaltsausbildung hat. Wird auch nochmal sehr spannend. Also diese Policies, die man heutzutage auf Seiten findet, die gerade auch um die Privacy-Sachen gehen, so wie die sind, können die sehr wahrscheinlich nicht bleiben, um der neuen Regulatorik zu entsprechen. Wird auch noch spannend, wie das wird. Für uns ist es gut, dann versteht man vielleicht auch mal, was in so einem Disclaimer drinsteht und weiß dann, was es bedeutet. Aber für die Unternehmen, die es bauen müssen, wird es vielleicht gar nicht so eine leichte Aufgabe, weil die Rechtsanwälte sind es nicht gewohnt, das so formulieren zu müssen und einen Übersetzer dafür gibt's noch nicht. Ja, wird also nochmal spannend, auch an der Stelle. Da habe ich auch nochmal so eine Idee aufgeschrieben, die ist natürlich auch schon älter, kommen wir aber nachher noch drauf. Genau, hier nur nochmal eine kurze Zusammenfassung. Genau, so von den wesentlichen Sachen, sag ich mal, die so ein bisschen am kritischen sind. Was jetzt hier fehlt, das hatte ich nicht aufgeschrieben, ist diese Beweislastumkehr, die ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, weil das macht es dann auch für den Einzelnen einfacher, vielleicht mal Informationen einzufordern. Was ich auch gerade gesehen habe, ist, es gibt natürlich auch noch ein Recht darauf, dass die Daten immer aktuell sind und stimmen. Wird dann vielleicht auch für so die Schufa spannend, wenn dann da falsche Infos drinstehen. Jetzt hat man dann plötzlich so ein teures Gesetz hinten dran, dass die verpflichtet, das zu reparieren, wenn sie falsche Daten haben. Kann man ja dann ab nächsten Jahr alles ausprobieren. Mal schauen, macht vielleicht auch der ein oder andere. Genau. So, jetzt zum eigentlichen Kernthema des Vortrags. Privacy Risks in Webanwendungen ist halt auch so ein bisschen an die Top-10-Liste angelehnt. Heißt natürlich nicht, dass es nur 10 Risiken gibt, können auch mehr sein. Da muss ich jetzt mal das Slide-Deck wechseln. Mal sehen, ob das einfach so geht. Ach, der ist ja super. Genau, ist nicht von mir. Aber ich habe mir gedacht, es ist eine gute Idee, da mal drüber zu reden, weil ich fand, das ist ein ganz tolles Projekt. Gibt es auch eine sehr schöne Infografik, zeige ich nachher noch. Kann man sich dann im Büro aufhängen oder so, wo die 10 Punkte nochmal visualisiert sind. Genau. Was ist jetzt das Ziel?
Genau, einmal so, also ihr seht, das ist so ein bisschen aus dem Jahr 2015. Gibt es wahrscheinlich demnächst auch mal wieder ein Update. Aber da das ja alles so Non-Profit ist, dann hängt das auch immer mal, bis das auf den Seiten passiert oder wenn sich noch ein paar Freiwillige finden, die mithelfen, wäre es auch nicht schlecht. Genau. Was erzähle ich jetzt hier? Einmal, wo kommen wir her? Warum wurde zum Beispiel dieses Projekt gegründet? Natürlich hat es ein Deutscher gemacht, mit dem deutschen Datenschutz im Hintergrund. Aber das ist tatsächlich so in dem Fall. Und auch, wie ist hier die Methodologie? Gestern habe ich ja auch so erzählt, da gibt es so ein Riskmodell hinten dran. Hier hat man auch Daten eingesammelt von mehreren Leuten und Organisationen und dann überlegt, was sind die höchsten Risiken. Genau. Wo kommen wir her? Ja, es gibt irgendwie Gesetze. Aber die Gesetze haben halt nicht so oft was mit der Lebensrealität zu tun. Die neue EU-Regulatorik ist da vielleicht ein positives Beispiel, weil sie viele Dinge auch für den Verbraucher oder den eigentlichen Dateneigentümer, Besitzer besser stellt, als das jetzt der Fall ist. Auch besser stellt als nach jetzigem deutschen Datenschutzrecht. Und genau. Ja, und die tatsächlichen Risiken mit diesem Ganzen in der Online-Welt sind durch die aktuellen Gesetze ja nur mehr oder weniger gut abgedeckt. Die meisten Systeme, die so existieren, sind eben nicht Privacy by Design gebaut, sondern haben halt eher einen bestimmten Use Case im Fokus. Und das ist ein Problem im Prinzip. Globalization. Es gibt halt nicht nur eine Regelung. Jetzt haben wir so eine kleine Vereinfachung, indem man in der EU nur noch einem globalen Set an Regeln folgen muss. Aber natürlich gibt es ja noch ein paar Länder mehr als die 28, die in der EU sind. So 100 Länder mehr ungefähr, 120 mehr, die man irgendwie ja auch berücksichtigen muss. Dann, ja, es gibt Abkommen zwischen Ländern oder Staatenbünden. Das eine ist dann wieder aufgehoben worden. Was passiert dann? Aber das sollte man eigentlich auch unabhängig davon tun. Sehen wir auch gleich. Genau, und dann gibt es noch die ganzen schönen Geheimdienste, die sich sowieso nicht um diese Gesetze kümmern, die für den Rest der Welt gelten. Unsere eingeschlossen, die anderen auch. Genau, da stehen wir auch heute noch, auch wenn das von 2015 ist, da hat sich eigentlich nicht viel dran verändert. Genau. Ja, jetzt steht hier Real Privacy in Web Applications. Also eigentlich sind wir auch als Entwickler oder Leute, die solche Dinge bauen, gefragt, uns darum zu kümmern und das einfach mitzumachen. Und natürlich ist es auch heutzutage noch so, dass viele Anwendungen eben Risiken bergen. Die haben entweder lasche Defaults, weil halt das ganze Projekt darauf basiert, diese Daten zu analysieren, auszuwerten und zu verarbeiten. Dann versuche ich die natürlich nicht so ernst zu nehmen. Das ändert sich dann jetzt vielleicht, zumindest innerhalb der EU. Und was macht man noch, um da rauszukommen? Man hostet oder betreibt das dann vielleicht in einem anderen Land. Es gibt auch in Deutschland so eine Kreditvergabefirma, die darf in Deutschland noch keine Kredite vergeben, einmal wegen den Finanzgesetzen, aber auch wegen Privacy-Rechten. In anderen EU-Ländern machen die das schon, nur in Deutschland nicht. Das ist auch so ein Beispiel. Und ansonsten schauen die Unternehmen, dass sie vielleicht den Gesetzen Genüge tun, aber das heißt nicht, dass es für den Nutzer gut ist. Es gibt auch sehr wenig statistische Daten dazu und deswegen wurde dieses Projekt gegründet, um die Situation zu verbessern. So, wir haben ungefähr 100 Leute mitgemacht. Genau. Und das Ziel war jetzt nochmal, aufgrund von ein bisschen Statistikdaten, also nicht nur gefühlt, sondern vielleicht auch mit einer gewissen Grundlage zu sagen, okay, das sind sehr wahrscheinlich die 10 größten Risiken, wenn es um Privatsphäre im Webumfeld geht. Hier sieht man auch, das ist jetzt nicht auf irgendein bestimmtes lokales Gesetz. Ja, es gibt eine Frage. Oh, more sorry.
Ich sehe bei mir schon mehr, ich bin schon, oh, das ist ein guter Hinweis. Warum geht es da nicht weiter? Moment. Ja, das sehe ich nicht, genau. Das ist mal, also wenn was komisch ist, ist es immer gut, mal Bescheid zu sagen. Ja, genau, das habe ich jetzt schon alles erzählt. Genau, noch kurz lesen, mache ich weiter. Sorry, habe ich nicht gemerkt. Aber deswegen, genau, also wenn was ist, einfach Bescheid sagen. Genau, so. Genau, das habe ich auch gerade schon erzählt, aber kann man später noch nachlesen. So, sieht man das jetzt? Ja, super. Genau, also was sind die Ziele des Projektes? Genau, irgendwie sinnvoll Risiken in Webanwendungen zu identifizieren, die was mit Privatsphäre zu tun haben. Deswegen fokussiert es auch nicht auf einer speziellen nationalen oder Staatenbund-Regelung, sondern orientiert sich an der OECD. Privacy Principles, OECD, kennt jeder? Wer kennt es nicht? Was heißt es? Was machen die? Genau, also ich habe hier auch mal das Dekonym aufgeschrieben, Organization for Economic Cooperation and Development. Also geht es auch wieder eher um wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber halt nicht auf bestimmte Nationalitäten beschränkt. Genau, Fokus ist auch Real-Life-Risks. Hier steht halt jetzt noch Data Subject und Data Owner drin. In Zukunft, zumindest in der EU, heißt das dann ein bisschen anders, habe ich vorhin erklärt. Und das Projekt soll auch gerade Entwicklern und auch, wenn man neue Geschäftsfälle definiert, ein bisschen helfen, auch den Legal-Leuten zu verstehen, was das in der Web-Anwendung oder im Web-Kontext bedeutet. Ja, Sachen transparent machen. Was aber nicht drin ist, wie kann man sich selber schützen oder was kann man tun, um seine eigene Privatsphäre besser zu schützen? Ist nicht Teil des Projektes. Das Projekt selber, dann wahrscheinlich auch in Form des Leads, ist Teil in IPEN. Wer kennt IPEN? Ich kannte das auch noch nicht, macht nichts. Ist auch so ein EU-Projekt, sieht man da auch. Ist 2014 von der EU gegründet worden, die machen viele tolle Sachen, das weiß nur keiner. Bring together privacy experts with developers. Wahrscheinlich hat noch nie ein Developer davon gehört. Deswegen machen wir hier mal einen Start und ändern das ein bisschen. Ich habe mir da jetzt aber auch noch nicht alle Details angeschaut, aber kann man ja vielleicht mal machen, klingt nach einem spannenden Projekt. Aber da ist halt dieses Projekt in Form dann halt dieses Project Leads auch mit involviert. Und da sitzen noch ein paar mehr Leute am Tisch, wie man sieht. Also sind, aber ich kannte das jetzt auch noch nicht so. Genau. Wie sind die vorgegangen? Die haben sich ein Modell ausgelegt, haben diese Privacy Principles genommen, haben geschaut, was passt da vielleicht nicht zusammen mit Webprojekten in der Welt, in der wir uns befinden, das dann bewertet, auch noch geschaut, wie oft passiert das. Und dann ist daraus ist diese Liste entstanden und entsprechend wurden auch Ideen definiert, wie kann man damit umgehen mit diesem Problem. Das sind die Countermeasures und dann natürlich auch Best Practices für Entwicklung. Wir sehen, das überschneidet sich dann auch mit ein paar anderen Sachen, aber das ist logisch, weil Privacy hat immer viel mit IT-Sicherheit zu tun, wenn man solche sensiblen Daten verarbeitet. Deswegen werden da vielleicht dem einen oder anderen die Dinge, die dann da stehen, bekannt vorkommen. Genau. Was für Experten das waren, habe ich jetzt auf die Schnelle auch nicht rausgefunden. Aber waren irgendwie 63 Menschen involviert. Es wurden 20 Sachen identifiziert. Und ein Beispiel ist, Daten mit einer dritten Partei teilen. Kommt sehr oft vor, sehr wahrscheinlich in der Realität. Genau. Dann haben die auch so ein Impact Rating gemacht. Ist so ein bisschen wie gestern bei den Overspris, bei den Top Ten Risks. Natürlich hat nicht alles eine gleich starke Auswirkung. Und hier ist jetzt wieder das Beispiel mit dem Third Party. Reputation, Brand Value ist Medium. Je nachdem könnte es auch mal High sein.
Financial Loss for Operator, wahrscheinlich niedrig. Social Standing Reputation of Data Subject, je nachdem, was da drin stand, könnte das ungemütlich werden. Und dann kommt halt irgendwie so eine Gesamt- oder eine Bewertung raus, in dem Fall dann halt zwei. Genau. Das sind jetzt die Ergebnisse. Die erste ist, ja, das sehen wir jetzt von gestern, das größte Problem, also auch nach der Analyse von diesen Menschen, ist, dass Leute ihr Zeug nicht patchen oder nicht richtig bauen. Web Application Vulnerabilities. Das zweite ist, ja, der Operator verliert Daten, jetzt gewollt oder ungewollt, aber hat auch mit dem ersten Punkt zu tun. Oder in der Top-10-Liste ist das ja dann, dass sensible Daten abhanden kommen. Punkt 5 oder 6 ist das, glaube ich. Was natürlich hier jetzt mit Fokus auf Privatsphäre relativ weit oben steht, ist, also das kann ja mal passieren, aber ein Großteil der Organisationen ist vermutlich nicht vorbereitet, wenn es denn passiert. Die haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht, wie gehen sie mit der Situation um. Dann der vierte Punkt, hatten wir auch gerade schon so ein bisschen, ja, das mit dem Löschen von Daten ist halt maximal schwierig, weil auf der anderen Seite muss ich auch sicherstellen, dass ich keine Daten verliere. Also auch in der EU-Regulierung ist, wenn ich jetzt von jemandem persönliche Daten erfasse, dann kann ich mir auch keinen Datenverlust erlauben. Weil dann sagt er, ja, aber ich dachte, die Daten sind dort und ich kriege sie von dort wieder. So ein bisschen, einerseits muss ich Backups machen, um eine Eigenschaft sicherzustellen, dass ich nämlich keine Daten verliere. Und zum anderen muss ich später das Zeug wieder sicher, nachvollziehbar, nachweisbar rauslöschen können. Genau, können die meisten nicht. Ja, wenn es Policies gibt, dann sind sie meistens nicht besonders leicht für einen normalen Menschen zu verstehen, zu lesen, zu finden, die Auswirkungen und so weiter. Aber das wird jetzt zum Beispiel in der EU dann sich ändern müssen, weil es vielleicht unter Umständen teuer wird, wenn man es nicht hinkriegt. Genau, mehr Daten sammeln, als man braucht, um den Use Case abzudecken. Kennt ja der ein oder andere vielleicht. Ja, dann Weitergabe an Dritte. Ohne oder mit Zustimmung, aber ist halt ein Problem. Dann genau, P8, das wird halt auch schärfer in Zukunft, dass die nicht mehr aktuell sind, nicht mehr stimmen. Ich muss auch nach neuer EU-Gesetzeslage sicherstellen, dass die Daten aktuell sind und stimmen. Ja, das ist jetzt wieder so ein technisches Ding. Das haben die nochmal extra aufgeführt zu den Vulnerabilities, Session Expiration, also Session Authentication Handling, gibt es auch auf der Top 10 Risk-Liste, spielt auch hier eine Rolle. Ja, wenn sich die Session nicht automatisch beendet und jemand kommt an den Rechner, dann kann das halt auch sehen. Betrifft dann wahrscheinlich immer nur eine Einzelperson, aber trotzdem ist das ein Risiko für diese Person konkret. Und ja, Datenübertragung, also das ganze HTTPS, also wie werden Daten oder dass Daten nicht sicher übertragen werden. Das sind jetzt die 10 Punkte, die da in Summe rausgekommen sind. Wenn ich umziehe und da steht meine alte Adresse drin, dann ist das ein outdated personal data. Und dann musst du sicherstellen, dass das gefixt wird. Mal ganz vereinfacht dargestellt, ich habe jetzt den Gesetzestext nicht im Kopf, aber im Prinzip ist das schon eine Forderung. Oder du musst als Nutzer die Möglichkeit haben, das aktualisieren zu können. Aber die Forderung ist, der muss sicherstellen, dass die aktuell sind. Im Zweifel muss er dich auch einmal im Jahr fragen, ob sich was geändert hat, damit du es aktualisierst. Du musst nachweisen, dass du die Frage gestellt hast. Du sagst, ich habe eine E-Mail rausgeschickt. Ja, deswegen, das ist technisch maximal komplex, diese ganzen Anforderungen. Die sind halt für die Nutzer sehr gut. Die sehen auch erstmal einfach aus und wenn man dann drüber nachdenkt, wie will man das dann organisatorisch oder technisch lösen, wird es an einigen Stellen
ziemlich eklig. Ja, dann das, ja, aber das, ja, aber das also ist dann halt. Ja, aber dann kannst du hinterher nicht kommen und denjenigen blamen und sagen, es ist falsch. Es geht ja darum, dass du ein Recht auf Korrektur hast. Wenn du jetzt zum Beispiel bei der Schufa, nehmen wir mal wieder das Schufa-Beispiel, wenn da irgendwelche komischen Ratings drinstehen, wenn du schon nicht weißt, wie die das berechnen. Zum Teil muss man das jetzt auch ein bisschen mehr auflegen, aber natürlich gibt es immer noch Geschäftsgeheimnisse, die dagegen stehen. Dann müssen die den Wert korrigieren oder irgendwas tun. Sagen, ja, wenn es falsch ist, dann... Also darum geht es ja. Es geht ja darum, dass man das Recht hat und der andere hat die Pflicht. Und jetzt wird es auch teuer, wenn er meint, er muss der Pflicht nicht nachkommen. Im Moment ist es quasi egal. Ja, aber das wird nicht mehr so sein. Gab es noch eine Frage, ja? Das habe ich mich auch schon gefragt. Die habe ich jetzt noch nicht hier raus, weil ich habe dann gesehen, das ist in den Slides noch nicht drin. Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage war, was sind die OECD-Prinzipien? Die sollte man sich vielleicht auch mal anschauen. Offenbar gibt es welche. Kennt auch kein Mensch, außer den 60 Leuten, die da irgendwie immer zusammensitzen. Kannst du im Netz nachlesen. Was? Kannst du im Netz nachlesen. Ich habe eine Seite gefunden. Ja, ja, das ist richtig. Das kann man ein bisschen nachlesen. Ich habe aber, als ich das vorhin nochmal zusammengebaut habe und mir nochmal genau angeschaut habe, dann auch, aber da habe ich jetzt noch keine Info zu. Gibt es noch eine Zwischenfrage? Gut. Genau, dann haben die diese 10 Dinge auch mal bewertet, wie vorhin gezeigt, nach Vorkommen und Impact. Ist fast alles immer high and very high. Low oder Low taucht gar nicht auf, Medium gibt es ein bisschen. Kann man wahrscheinlich nicht so suchen, ja doch geht. Ja, das Schwarz auf Rot ist natürlich nicht so optimal für einen Vortrag. Genau, also man sieht, die ersten 3 kommen ziemlich oft vor und der Impact ist mal auf die Masse oder ja auf das, was passieren kann. Ja, die Daten kommen abhanden oder jemand kann die Daten lesen, der sie nicht lesen soll, ziemlich hoch. Dann nicht vernünftig löschen, die Policies sind nicht gut und mehr Daten einsammeln, als man angegeben hat, kommt sehr oft vor. Kann man wahrscheinlich auch so falsifizieren. Der Impact ist dann ein bisschen niedriger als bei den ersten 3. Ja, Sharing with Third Parties ist so ein bisschen mixed. Outdated Personal Data kommt relativ oft vor. Und natürlich kann die Auswirkung ziemlich blöd sein. Da passt halt wieder, nehme ich jetzt immer mal so die Rating-Agenturen, ja, für die Kreditwürdigkeit oder sowas, das kann natürlich sehr starke Auswirkungen auf den Einzelnen haben. Session Handling und so weiter identisch. Genau, ist jetzt hier in dem Slide Deck von 2015 sind jetzt halt nur 4 Punkte drin. Ich habe mir noch den ersten mit reingemacht, weil es gibt schon ein paar aktualisiertere, aber die sind noch nicht auf der Projektseite. Genau. Web Application Vulnerabilities, wobei da habe ich gestern ja mehr oder weniger auch einen kleinen Vortrag zugehalten, da muss ich jetzt vielleicht nicht so viel zu erzählen, die meisten hier im Raum werden sich damit mehr oder weniger gut auskennen. Aber da sind halt wieder so Dinge, Penetration Test Training von den Leuten, haben wir auch vorhin auf der Übersicht gesehen, Secure Coding Guidelines, ja, werden die Komponenten, aus denen die Anwendung gebaut ist, regelmäßig aktualisiert und so weiter. Das sind Fragen, die man sich stellen kann und dann kann man halt schauen. Es gibt dafür ja Modelle, Security Development Lifecycle, manchmal ist es auch SSDL, weil Software Development Lifecycle, 3 Buchstaben Abkürzungen sind halt immer ein bisschen gefährlich. Penetration Tests durchführen von extern, wobei Penetration Tests haben halt auch Vor- und Nachteile, aber es sind halt nur Möglichkeiten, da besser zu werden und zumindest ein gewisses Grundset sicherzustellen. Ja, oder halt auch regelmäßig Updates, Patches und so weiter einspielen. Operator-Side Data Leakage.
Genau, was gibt es da eigentlich für Risiken? Wo kommen die her? Einmal von den Mitarbeitern, die diese Anwendung oder die Daten betreuen. Da kann jeder auf alles zugreifen, halt nur weil er da arbeitet. Vielleicht auch der Student, der nur einmal die Woche kommt, der hat halt auch Zugriff auf alles. Die Leute sind sich gar nicht darüber bewusst, dass sie mit sensiblen Daten arbeiten. Wenn es sich selber treffen würde, vielleicht schon, aber dann ist man plötzlich in einem anderen Kontext, dann geht man anders damit um. Es wird immer alles Mögliche nochmal kopiert, könnte man ja nochmal brauchen. Wahrscheinlich auch viel bei Support-Geschichten. Und dann halt auch, ja, dass die Anonymisierung nicht funktioniert. Genau. Hier sind so ein paar Beispiele aufgeführt. Ja, Frage? Anonymisierte Daten, sollte anonymisierte Daten, die fallen nicht runter oder auch? Anonymisierte Daten fallen nicht runter, aber wenn ich sie falsch mache oder nicht ausreichend mache, falle ich wieder drunter. Das weiß ich dann, das lerne ich dann hinterher im Zweifel. Oder auf jeden Fall ist es ein Risiko. Jetzt geht es ja hier nicht um die EU-Gesetze, sondern um die Risiken. Und das ist auf jeden Fall ein Risiko, dass das Unternehmen, das die Daten verarbeitet, das denkt, dass sie es können, aber sie machen es falsch. Und das ist ein Risiko. Und dann habe ich plötzlich ein Data Leakage. Und hier ist ja ein Beispiel angegeben, AOL Search, wo dann halt Probleme auftauchen und alle dachten, ne, da kann ja gar nichts passieren. Und hinterher kommt ein schlauer Mensch und kann es halt komplett auf den Einzelnen zurückrechnen. Aber prinzipiell, immer wenn ich richtig anonymisiere, falle ich aus diesen ganzen Privacy-Regelungen raus, weil dann gibt es ja nichts mehr, was da drunter fallen könnte. Pseudonymisierung bin ich immer noch im Gesetzesrahmen unterwegs und ich habe niedrigere Anforderungen, ich kann mehr mit den Daten machen, auch ohne explizite Zustimmung, wenn sie pseudonymisiert sind. Aber ich falle immer noch unter die Regelungen und muss mehr tun, um compliant zu sein. Aber hier geht es ja auch darum, zu motivieren, dass man mehr tut, auch wenn da kein Gesetz hinten dran steht mit 20 Millionen Rechnungen im Zweifel pro Vorfall. Das ist ja jetzt nicht die Idee von diesem Projekt. Genau. Dann nicht transparente Policy Terms und Conditions ist ein Risiko, weil ich verstehe vielleicht gar nicht, was die mit meinen Daten machen und wem sie das alles weitergeben, weil ich das nicht verstehen kann. Weil es ewig lange Texte sind und dass er auf Sicherheit geschrieben ist, um nicht verklagt zu werden und nicht um jemandem zu erklären, was gemacht wird. Dann Sharing of Data with Third Parties ist hier ausgewählt, weil das kommt natürlich wahrscheinlich sehr, sehr oft vor. Die meisten Web-Anwendungen machen irgendeine Art von Tracking, um zu verstehen, wer kommt überhaupt und was machen die User mit meiner Anwendung. Manche haben auch Werbung drauf und so weiter. Oder man hat halt einfach Funktionalität woanders hin outgesourced. Und dann schickt man da alle möglichen Daten mit. Und dann kann man das auch nicht mehr kontrollieren. Das ist auch was, was ich vorhin vergessen habe zu sagen. In der EU-Regelung ist auch was Neues Schickes drin. Das wird auch mal spannend, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt Daten an eine dritte Partei weitergebe, muss ich denjenigen informieren, von dem ich sie bekommen habe. Und der andere, der sie kriegt, der muss mir auch sagen, wo er sie herbekommen hat. Also so bestimmte Szenarien, die man heutzutage findet, vor allem in der Werbeindustrie, die werden dann nicht mehr so einfach funktionieren. Aber natürlich gibt es ja auch wieder Möglichkeiten, da ein bisschen rauszukommen, wenn man Pseudonymisierung macht. Aber das ist auch noch eine spannende Anforderung, dass man das Data Subject in Kenntnis setzen muss. Oder ich kann auch fragen, oh, wo haben Sie denn meine Daten herbekommen? Ich habe sie nicht eingegeben. Und dann muss man quasi die Quelle offenlegen, aus der Adressdatenbank oder so, wo man die Daten für die Marketingaktion herbekommen hat. Also das ist, spielt halt ja auch auf diesen Punkt ein, hatte ich vorhin nicht auf der Folie. Wird auch spannend, ob und wie das funktioniert oder wo dann nationale Ausnahmen irgendwie greifen, weil so ein bisschen die Kritik, dass die Deutschen da dann das doch eher wieder lockerer machen.
Genau, Session Handling muss ich, glaube ich, jetzt hier nicht weiter darauf eingehen. Genau, hier ist ein schönes Beispiel. Das war aber schon in den Folien, das ist nicht von mir. Aber das ist halt ein Beispiel, wie man die Leute auch ein bisschen schulen kann, dass das wichtig ist, sich auszuloggen und sowas. Genau, was kann man denn jetzt tun? Ja, Awareness, deswegen hatte ich auch den schönen Vortrag und gestern erstmal ein Bewusstsein schaffen, dass es vielleicht was zu tun gibt oder alles nicht so toll ist, wie es aussieht an der Stelle. Und es müssen halt nicht nur die Entwickler, es müssen auch eine ganze Menge andere Leute sich überhaupt darüber bewusst sein, dass man Dinge auch anders machen kann und man muss es dann auch wollen. Manchmal braucht man ein bisschen Hilfe von draußen durch den Gesetzgeber, aber natürlich wäre es schön im Sinne der Data Privacy, wenn alle von sich aus mehr tun, jeder in seinem Projekt oder in seinem Business, in dem er tätig ist, kann dazu beitragen. Ja, und das ist halt nochmal, das fängt halt vorne beim Produktdesigner an. Natürlich Entwicklung, IT spielt eine große Rolle, aber auch die Legal-Abteilung, die Rechtsanwälte müssen sich vielleicht anders aufstellen. Genau. Wer hat so einen Legal-Background? Ja, genau. Aber vielleicht muss man sich auch als Entwickler manchmal mit diesen unspannenden Themen zumindest grundlegend auseinandersetzen. Genau, Web-Applications und Privacy-Programme oder andersrum haben wahrscheinlich die wenigsten. Genau, man braucht Prozesse, also organisatorische Maßnahmen, man kann das nicht alles mit Technik erschlagen, um das an den passenden Stellen zu berücksichtigen, so ein bisschen wie mit IT-Sicherheit, kann man auch an allen möglichen Stellen mitmachen oder weglassen. Und in Zukunft muss man nachweisen, dass man es nicht weggelassen hat, sondern dass man es tatsächlich gemacht hat und mindestens irgendwo ein Stück Papier abheften, wo drauf steht, ja, wir haben uns bei der Funktion, weil wir dort sensible Daten verarbeiten, die und die Gedanken gemacht und sind zu den und den Ergebnissen gekommen. Und dann kann die Datenschutz, die Aufsichtsbehörde kommen, sagen, zeig doch mal. Und wenn man dann nichts zeigen kann, sagen sie, hier ist die Quittung. Und das nächste Mal macht man es dann besser. Beim ersten Mal kostet es meistens nichts, aber wird halt noch spannend, wie stark die das dann ausnutzen, die neuen Möglichkeiten. Genau, was haben wir jetzt hier noch drauf? Ja, genau. Manchmal kann der Entwickler im Rahmen seiner Möglichkeiten vielleicht auch mal mehr tun, als er muss. Aber das ist oft eingeschränkt, zumindest in kommerziellen Bereichen. Und ja. Ach, hier war ich, habe ich zurückgesprungen. Genau, also man muss organisatorische Dinge tun. Man muss beim Design drüber nachdenken. In der EU ist man dann verpflichtet, die Top-10-Sachen kann man benutzen oder drauf gucken. Ich zeige dann auch gleich nochmal kurz das Bildchen. Was kann man noch machen? Ja, vernünftige Software bauen. Ja, ist jetzt Restrictive Access Management. Es muss natürlich auch funktionieren. Also ich muss sicherstellen, dass es funktioniert. Leute schulen, Awareness, Anonymisierung machen, wo es sinnvoll ist und versuchen, das richtig zu machen. DLP finde ich jetzt nicht so. Ist ein schwieriges Thema. Kann man so und so sehen, kann sinnvoll sein, um Privatsphäre zu schützen. Dann kriege ich aber auch immer, komme ich immer ganz schnell in diese DRM-Ecke, weil wie will ich das technisch sinnvoll umsetzen? Und wenn ich es einmal ein richtig funktionierendes DRM habe, weil anders kann man DLP nicht machen, dann kann ich es natürlich auch für andere Zwecke gebrauchen, passend zu unserem Thema dieses Jahr. Deswegen ist es schwierig. Auf der einen Seite schützt das private Daten, auf der anderen Seite kann ich diese Technologie, wenn die richtig gut ist und richtig gut funktioniert, natürlich auch für andere Dinge gebrauchen und dann kann man bestimmte Daten, die man vielleicht wieder öffentlich kriegen will, auch nicht mehr veröffentlichen, wenn so ein System tatsächlich funktioniert und in der Breite ausgerollt ist. Deswegen ein bisschen zweischneidiges Schwert, aber meistens kriegt man das eine nicht ohne das andere. Session Timeouts hatten wir schon. Aber da ist nochmal Educate Users. Also das ist auch mal was, so eine Anwendung kann ja auch den User immer mal darauf hinweisen, das letzte Mal hast du dich nicht abgemeldet, vielleicht das nächste Mal bewusst machen, einfach um die Leute, also nicht nur die eigenen, die Anwendung bauen oder die
betreiben, sondern auch die Nutzer immer mal dezent darauf hinzuweisen, was sie vielleicht anders machen könnten, um ihre eigene Privatsphäre zu schützen. Hier sind noch ein paar Technologiebeispiele. Die sind jetzt von 2015, aber das ist wahrscheinlich ganz spannend, da mal drauf zu schauen. Genau, also es gibt immer noch viele Privacy-Risiken. Also solange wir große IT-Security-Risiken haben, werden wir die Privacy-Risiken wahrscheinlich auch nicht los. Deswegen war es ja auch P1, Vulnerabilities. Compliance ist schön, aber viele Organisationen nutzen das auch nur, um compliant zu sein und nicht, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Awareness ist wichtig und deswegen gibt es das Projekt und deswegen rede ich heute auch mal drüber, weil es, finde ich, eine schöne Summary. Genau, und denkt dran, wenn ihr Sachen baut oder auditiert und macht vielleicht mal mehr als notwendig ist. Hier ist jetzt noch die Webseite dahin, aber findet man, glaube ich, auch einfach über Google. Da ist auch die iPen verlinkt. Genau, und dann habe ich noch 2, 3 Slides bei mir. So, hüpfe ich mal kurz zurück zu den anderen. Hat der das schon automatisch geswitcht? Genau. Die Idee war so ein bisschen, man könnte ja auch sowas wie Creative Commons für Privacy machen, damit das mit den Disclaimern leichter wird. Also sowas, nur anders. Aber natürlich war ich nicht der Erste, der die dumme Idee hatte. P3P, wer kennt P3P? Einer. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ja, da steht eine das ist ein W3W-Standard, W3C-Standard. Sollten eigentlich alle hier kennen, die hier sitzen? Nee. Die haben das damals schon vor langer Zeit versucht, 2002 ist schon eine Weile her. Ist auch eine technische Lösung, damit sich Systeme austauschen können. Was macht denn die Seite eigentlich mit den Daten des Nutzers? Und dann der Browser das zum Beispiel darstellen kann oder dann den Nutzern einen Hinweis anzeigt, dass er da nicht hin will, weil die eine bestimmte Policy haben. Hat aber nicht so richtig funktioniert, kennt keiner, benutzt wahrscheinlich auch kaum einer. Das ist so ein extra HTTP-Header auch, falls ihr danach suchen wollt. Den gibt's auf manchen Seiten. Und die hatten auch die Idee, diese Informationen also so zu vereinfachen, dass sie für Nutzer darstellen, ist aber irgendwie schiefgegangen. Dann gab es da mal einen Rechtsanwalt 2009, da gibt es einen schönen Ars Technica Artikel drüber, einen kurzen, 2009. Asa Raskin, muss man jetzt auch nicht kennen, war mal bei Mozilla, hatte die Idee auch schon mal, war da schon relativ weit, die haben aber auch nie angefangen Icons zu malen. Und jetzt gibt's hier Ian O'Dell, der ist, glaube ich, in Dublin ein Rechtsprofessor, der hat jetzt auch an 2 Vorträge drüber gehalten, kann man auch schön googeln. Aber so richtig, es scheint maximal schwierig zu sein, also mit den Lizenzen für intellektuelle Arbeit ist es einfacher als mit Privatsphärensachen, aber wir haben schon viele was versucht, aber wir sollten nicht aufgeben. Und das war das, weil ich fände das schon praktisch. Und jetzt hat man auch noch dieses schöne EU-Gesetz hinten dran, dass das ja so ein bisschen fördert, dass da was passieren muss. Bin ich mal gespannt, aber wenn jemand schöne Ideen hat, kann man vielleicht was da voranbringen. Genau. Fertig. Ja. Mit dem Applaus klappt schon gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit, nachdem wir eben schon die Zwischenfragen hatten, haben wir noch offizielle Fragen. Hallo? Ja? Gibt's was zur Verschlüsselung? Wird da auch gesagt, wenn Daten verschlüsselt sind, ist es das Risiko des Datenprozessoren Menschen, ob das dann tatsächlich Data Leakage geben könnte oder nicht? Oder gibt es da eher so schon... Wo, in der Gesetzgebung oder in der Gesetzgebung oder auch in der Praxis, die Sie schon kennen? Es ist generell ausgeschlossen, dass man sagt, verschlüsselt und ich habe den Private Key nicht zum Entschlüsseln, also ist es nicht datenschutzrelevant für mich? Weil die Aussage höre ich oft. Ja, also für den... Dann bewahre ich die Daten ja nur auf. Ich weiß ja, ich kann ja auch nicht reingucken.
Wobei man kann ja auch ein paar mathematische Operationen auf verschlüsselten Daten machen, aber weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber so ein bisschen ist das schon, wenn die, das ist ja auch die Übertragung, wenn man es verschlüsselt überträgt und dann auch verschlüsselt speichert, ist das schon mal eine gute Idee. Und wenn das dann sowieso nur der Nutzer den Key hat, aber dann kommt der irgendwie, irgendwo muss ich es ja wieder entschlüsseln, um es zu benutzen. Dann muss ich mir halt um das System mehr Gedanken machen. Aber dann da, wo es gespeichert ist, wenn ich es richtig und gut verschlüsselt habe, kann ich mir dann da vielleicht ein paar Gedanken weniger drum machen. Also das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme. Das wird auch anerkannt. Wir haben das auch ganz viel bei uns in der Praxis, dass das auch die Unternehmen, gar nicht so sehr die europäischen, sondern die nordamerikanischen, denkt man immer nicht, aber Verbraucherschutz in Nordamerika ist schon teuer. Die haben zwar kein Persönlichkeitsdatenschutzrecht, aber die haben einen teuren Verbraucherschutzrecht und der funktioniert ziemlich gut. Und Target kennt ja noch jeder, also da werden auch Chefs gefeuert wegen Datenschutz. In Europa ist das noch nicht so oft passiert, glaube ich, obwohl wir vielleicht die besseren Gesetze haben. Und ja, also verschlüsseln ist eine gute Idee. Das hilft. Und die fordern das halt auch. Also gerade die Nordamerikaner, nicht so die Europäer, da müssen wir alles verschlüsselt in der Datenbank speichern. Das müssen dann echt die Rechtsanwälte klären, das kann ich nicht, ich bin keiner. Manche Teile davon, wie das so immer ist, werden auch erst in den nächsten Jahren definiert, wie die genau ausgelegt werden, was das bedeutet. Jetzt mal rein aus rechtlicher Sicht und dann gibt es ja halt noch die andere Sicht. Was will man selbst als Unternehmen tun und sicherstellen, unabhängig davon, was man muss? Noch eine Frage? Sonst eine Frage? Ja, hier vorne. Du hast ja die Texte, nehme ich an, schon ein bisschen angeschaut. Also sind die auch für einen Techniker verständlich, wenn man die sich im Detail anschaut? Also? Ja, schon, aber es sind halt ein paar Seiten. Aber das ist ja keine technische Spezifikation. Das ist ja ein Gesetz und das soll ja das Zusammenleben regeln. Und dann steht halt drin, man muss bestimmte Dinge erfüllen. Wie man das dann technisch macht, steht da nicht drin. Da steht nur drin, man muss das halt nachweisbar löschen oder sowas oder korrigieren. Oder wenn dann jemand eine Anfrage stellt, dann muss ich den ja irgendwie identifizieren, um zu gucken, habe ich Daten von dem? Kann ich dem das dann einfach schicken? Ist das der Richtige? Oder schicke ich dann plötzlich jemanden die Daten von jemand anders? Wie mache ich das denn? Kommt einer, schickt mir eine E-Mail? Reicht das? In der Praxis schicken Unternehmen das dann halt zum Beispiel auch per Brief an die hinterlegte Adresse raus. Weil wie kriege ich denn sonst den Datenschutz sichergestellt, um die Anfrage zu beantworten? Das steht da alles nicht im Gesetz. Natürlich gibt es auch so ein immer noch Zusatztexte und Interpretation. Aber das ist jetzt gerade ganz viel in Entwicklung und in dem Stehen tatsächlich. Weil alle anfangen, das zu implementieren und dann denken, ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Das steht da nicht drin. Das ist ein Gesetz. Das ist keine RFC oder sowas. Man kann das schon verstehen, was da drin steht. Aber die technische Umsetzung muss man sich dann quasi selber noch gucken. Ja, natürlich. Da steht halt drin, die Daten müssen sicher gelöscht werden. Mal vereinfacht gesagt. Steht da vielleicht in ein paar Sätzen mehr. So. Nachweisbar. Wie weiß ich denn danach, dass ich von dem Nutzer die Daten gelöscht habe? Ohne noch Daten von dem Nutzer zu haben. Also, das geht dann halt nicht mehr. Irgendwo hört es dann halt auf. Aber also das sind so, weil er sagt, dann habt ihr jetzt alles gelöscht. Dann sage ich, ja. Ich kann ja nicht nachweisen, dass es nicht da ist. Technisch. Wie geht das? Geht nicht. Also manche Sachen sind technisch nicht umsetzbar. Die sind dann halt Vertrauenssache. Wie will ich das nachweisen, dass was nicht da ist? Hat noch keiner geschafft, glaube ich. Das ist ein nicht entscheidbares Problem. Ja, gerade dazu sieht das Gesetz vor, wenn solche Probleme, ich könnte mir jetzt ein Backup vorstellen und dass dann irgendwo eine Verweis darauf ist, dass bestimmte Daten beim Restore nicht übernommen werden sollten.
ist es dann gelöscht? Das weiß ich. Na, nee, weil dann ist es ja noch da. Aber es wird da halt auch Auslegungssachen geben. Es gibt ja auch oft Gesetze, die eine Aufbewahrungsfrist erzwingen. Die muss ich natürlich zuerst erfüllen. Im Finanzbereich oder auch im Healthcare-Bereich muss ich ja bestimmte Daten auch eine bestimmte Mindestzeit aufheben. Auch wenn der den Arzt wechselt oder die Bank wechselt, dann müssen die das Zeug ja trotzdem 10 Jahre aufheben. Das kommt ja noch dazu. Dann kann ich das ja nicht einfach löschen. Weil ich habe ja auch noch eine aus dem Handelsgesetz und so weiter. Es gibt ja noch andere Gesetze, wo ich Aufbewahrungspflichten habe, denen ich auch nachkommen muss. Die stehen dann natürlich den Datenschutzpflicht, das zu löschen, erstmal entgegen. Aber da ist das so, dass man das dann erstmal so lange aufhebt, wie man muss. Danach muss ich es aber schnellstmöglichst loswerden. Das ist quasi die Herausforderung dabei. Also erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag, der war wirklich gut. Ja, gern. Du hast bei P3 noch einen Kommentar im Seitensatz gesagt über die Penetrationstests, dass es da Vor- und Nachteile gibt. Ach so, ja. Von externen Penetrationstests. Was wären denn aus deiner Sicht Nachteile? Na, der Nachteil, also ein Penetrationstest ist ja meistens eine manuelle Angelegenheit und ein bisschen aufwendiger. Und wenn man sich Release-Zyklen von Anwendungen heutzutage anschaut, dann erkennt man vielleicht das Problem. Wenn ich im Zweifel jeden Tag ein Release mache, dann kann ich nicht jedes Mal einen Pentest machen. Das skaliert nicht. Das heißt, man muss sich da auch Gedanken machen, wie man es anders macht. Also man braucht da halt auch Automatisierung und irgendwie automatisierte Tests, aber die können halt bestimmte Dinge noch nicht abdecken, die ein Mensch halt immer noch kann mit seiner Kreativität. Ja, aber vielleicht lasse ich dann jedes Mal einen bestimmten automatisierten Standardtest drüber laufen, dass ich bestimmte Basics sicherstellen kann, dass die nicht kaputt gegangen sind. Oder halt auch eine Art Regression-Test im Sinne von Security oder dass meine Settings nicht kaputt gegangen sind. Aber dann jetzt jedes Mal einen Pentest machen, das ist A, viel zu aufwendig und B, kann das keiner bezahlen und C, ist es, das korreliert zeitlich nicht mehr. Das kann ich ab und zu mal machen, das ist schön fürs Papier. Vielleicht findet man auch noch mal ein größeres oder kleineres Problem. Aber ich kann das da nicht sicher. Wenn ich ein nächstes Update, dann ist der Pentest von gestern vielleicht wertlos. Weil dann habe ich genau das Problem deployed, wo jemand auf alle meine Daten zugreifen kann. Dann kann ich zwar sagen, ich habe gestern einen Pentest gemacht. Das ist das Problem dabei. Also das ist schon sinnvoll, aber man sollte die Grenzen der Methode kennen und was sie einem bringt und was sie halt nicht kann. Und das nächste Deployment kann sie halt nicht. Ja, man muss halt Kombinationen von Dingen machen. Sinnvolle Kombinationen von Dingen. Ein automatisierter Test kann halt nicht alles, aber der kann halt einfach laufen. Und da hebt dann schon mal die Hand, wenn was kaputt gegangen ist. Und das Manuelle mache ich halt ab und zu mal, um Dinge zu finden, die so ein automatisierter Test halt heutzutage noch nicht finden kann. Sonst noch Fragen? Keine mehr? Ja, dann sage ich auch danke I für den tollen Vortrag und danke für die lebhafte Diskussion, euer Kommen. Tschüss, ja. Viel Spaß noch. Lasst nichts liegen. Ciao.